vom Album Feel It Break. Ihr seht Austra und The Beat and The Pulse, ein ganz fantastisches Album. Und ein ganz fantastisches Album könnten auch Johnny Rockskin aufnehmen. Johnny Rockskin, eine junge Band aus der Region um Magdeburg drumherum. Sie haben mitgemacht bei den SWM Music Hits, Sachsen-Anhalts wichtigstes und auch größtes Newcomer-Festival. Es gibt drei Vorentscheide, in einem kamen sie weiter und damit sind sie qualifiziert für das große Finale am 28. Mai in der Factory in Magdeburg. Pop 10 Live wird das Ganze für euch komplett aufzeichnen und nächste Woche hier ausstrahlen. Das wird schön. Da werdet ihr die Jungs schon sehen. Aber warum sage ich das mit der Platte? Das ist nämlich einer der größten Preise, die man da gewinnen kann. Aufgenommene Songs in einem verrückt, verdammt guten Studio. Das kennt Johnny Rockskin so noch nicht. Darum strengen die sich natürlich gewaltig an, um auch diesen Preis zu gewinnen. Wir werden das im Finale sehen. Aber jetzt wollen wir die Jungs erstmal kennenlernen. Pop 10 Live stellt euch all die Bands vor, die im Finale der SWM Music Hits stehen. Und jetzt ist es Zeit, Johnny Rockskin live und akustisch zu hören. Ihr seht sie auf unserem Pop 10 Balkon. Hier sind Johnny Rockskin und King of the Road.
Johnny Rockskin, live bei Pop 10 Live, King of the Road heißt der Song. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf pop10.de, da haben wir euch den Song auch gepostet, inklusive Video. Und die Jury der SWM Music Kids, die hat gerade schon zugesehen. Wir werden gleich mit ihnen sprechen, was das Finale so für Schatten jetzt schon wirft, was sie erwarten und überhaupt, wie dieses Jahr 2011 war für diesen Wettbewerb. Das gleich hier bei Pop 10 Live, aber vorher neue Musik von Maritime. Bleibt dran.